Neue Runde Arena mit dem Paladin diesmal. Und wir machen mal einen schönen Draft. Und es fängt einigermaßen okay an. Der Wetteifer, das Secret, mag ich. Das ist nicht, ich finde das nicht so gut wie das Avenge oder das Rache-Secret, was ja plus 3, plus 2 gibt, was ziemlich stark ist. Da müsste man da schon drei Minions draußen liegen haben, damit das ebenfalls gleich stark ist. Trotzdem ist es halt ein Mana-Secret, was dann besser traden lässt, oft, wenn es denn soweit kommt. Finde ich ganz gut. Das sind zwei sehr gute Karten. Der Ogerschläger, 4-4 Stats für 3 Mana, sensationell. Oder sehr gut. Der bewandte Schredder ist aber noch ein bisschen besser, finde ich, mit dem Death Rattle. Gnomische Erfinderin zieht immerhin eine Karte. Das ist kein schlechter One-Drop. Die Priesterin von Elun stellt nur wieder was her. Und ein Echt-Silber-Champion. Die anderen zwei Sachen sind auch gut, aber der Echt-Silber-Champion ist am besten. So toll ist das nicht für zwei Karten ziehen, aber die anderen beiden sind so schwach, dass ich das dann doch nehme. Wegen der Könige. Ich habe sehr... mal gucken. Ich brauche auch noch ein paar gute Minions. Ich habe jetzt ein paar gute Karten, aber die sieht also noch ein bisschen schwach aus. Der hat 9 Stats. Gurubashi Berserker. Schiffskanone ist immerhin ein 2-Drop. Und ich brauche ein paar 2-Drops, da darf ich nicht so... Ich würde sonst eher den Gurubashi nehmen als die Schiffskanone, wenn ich nicht schon 6 Karten gezogen hätte und immer noch keinen 2-Drop und auch keinen 1-Drop. Da ist ein sehr guter 2-Drop. Und Weihe nehme ich auch mit. Der Friedensbewahrer ist ebenfalls super. Rückkehr der Verflossenen. Ja, das ist schön übersetzt. Ich glaube, auf Englisch heißt das Anything Can Happen. Aber der Friedensbewahrer ist hier besser. Murlocs in der Arena immer ein bisschen schwierig. Ein Pirat hat Synergien mit der Schiffskanone, aber ist ansonsten eher schwach. Die Windzorn habe ich ja auch. Das hat 6 Mana, dafür sind beide Stats zu schwach. 5 Mana, dafür sind die HP zu schwach. Kobold Geomant. Ist nicht so toll. Hat ein bisschen Synergien mit Weihe. Das heißt, bisschen hat Synergien mit Weihe. Aber ansonsten noch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, ich nehme... den Kobold Geomant. Also richtig glücklich bin ich damit nicht, habt schon gemerkt. Hier können wir nochmal den einfachen knappen. Das ist ein besserer One-Drop, weil er auch ein bisschen Potenzial zum Scalen hat. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Siegel des Champions ist ziemlich gut. Einem Diener plus 3 Angriff und Gottesschild geben. Hüterin von Uldaman ist ebenfalls gut. Und ich habe schon einige Spells. Hängt ein bisschen davon ab, hat man schon viele Minions, hat man viele Spells. Ich habe ein Spell, ich habe eine Waffe, ich habe einen Segen der Könige, ich habe einen Weihe. Die Hüterin von Ultraman ist schon extrem stark. Siegel des Champions ist auch ebenfalls sehr, sehr gut. Aber das scheint mir noch ein bisschen besser. Murloc-Ritter ebenfalls gut. Jetzt mal ein paar Two-Drops noch. Die sehen sich schon sehr ähnlich. Der Murloc, der Pfützenstampfer und die Riesenkröte gucken irgendwie gleich böse. Aber der hat noch einen Death Rattle, während er nichts hat. Also einfach die bessere Karte. Und da nehme ich ihn mit. Und noch ein... noch eine Hüterin von Uldaman. Bisschen jetzt, konzentriert sich ein bisschen auf den 4-Drop-Bereich. Hier noch endlich ein 3-Drop, die ich auch dringend brauche. Und auch 2-Drops brauche ich noch. Wie viele 2-Drops habe ich? 1, 2, 3, 4. Verrückte Bomber, ich bin nicht mal so ein riesen Fan davon. Aber... der ruchlose Unteroffizier ist auch ziemlich gut. Verrückter Bomber, ruchloser Unteroffizier. Und Samuel hat 8 Monate am Stück abonniert. Vielen Dank, Samuel, für 8 Monate Abo. Ziemlich geil. So fängt der Sonntag doch gut an. Mit solchen schönen
Nachrichten sozusagen noch. Der Nachtraumschirm ist gut, aber die Waffe ist auch hervorragend. Gibt mir noch einen Sweet Drop. Da ist der Rächer, den ich hier auch am besten finde. Mir fehlen, wie viele Two Drops habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsam geht's doch. Der bemannte Schalter ist einfach so gut, dass ich ihn dann doch nochmal mitnehme. Dann kann ich jetzt einen Two Drop noch einstecken. Kein Four Drop leider. Kein Three Drop. Dass das bisschen Zombie-Chow ist zu gut, also dass ich ihn überlassen könnte. Da ist ein Three Drop. Noch ein Murloc Knight, obwohl Segen der Könige auch gut gewesen wäre. Shieldmeister. Shieldmaster. Ich habe ganz guten Card Draw da entdecken in diesem Fall auch. Und das ist nochmal leider ein schwaches Ende. Beschwörungsstein. Dafür müsste ich halt einige Zauber haben. Damit der sich schon lohnt. Wie viel habe ich? Ein. Zwei. Drei. Also ich habe nicht genug. Stellen wir es einfach mal fest. Der Koboldwächter, wenn ich einen Mech herbeirufe, ich habe ein paar Mechs und nicht wahnsinnig viele, ist aber trotzdem besser als die anderen zwei in dem Fall. Deswegen nehme ich ihn mit. Das ist ein schönes Tempo-Deck, wie Alpine. Alpine sagt 9 bis 11 Wins, Respekt. Es ist echt ein gutes Tempo-Deck. Es könnte ein bisschen noch statt Perform bis im 3, statt den 4er bis im 3er und 5er Bereich noch stark sein, dass ich ein bisschen mehr Varianten habe. Aber auch so ist es ziemlich gut. Bin mal gespannt, wie sich das schlägt. Fangen wir einfach direkt mal an. Gleich geht's los. Alpine schätzt das Deck ziemlich stark ein. Ich denke auch, das ist ein richtig starkes Deck. Ich habe richtig gute Karten. Richtig gutes Tempo. Ich habe ein bisschen Card Draw auch noch mit drin. Ein bisschen Entdecken. Ich habe eine Weihe, ein True Silver. Ich habe eigentlich alle Tools fast. Den Murloc Knight habe ich auch. Frage ist, ob ich den gleich behalte. Um ein bisschen... Na, vielleicht hätte ich den Agentum Beschützer zurückgeben sollen. Der Murloc Knight ist ein bisschen greedy, wie man so schön sagt. Aber da ich sonst so viele 2-Drops, 3-Drops, na 4-Drops habe ich dann viele noch. Gucken, ich habe jetzt auch noch einen 2-Drop bekommen, von daher kann ich damit ganz gut leben. Habe auch gleich das gute Secret bekommen mit dem Rächer. Ich würde ungern jetzt den Kobold Geomant direkt gegen den Beutehamsterer traden. Er macht mit der Hero Ball, ist okay. Jetzt habe ich zwei Murloc Knights. Auch ein bisschen viel. Mal gucken, ob ich jetzt einen Free Drop kriege oder ob ich. Ha, so passt das doch mal ziemlich gut. So, den Murloc Knight werde ich wahrscheinlich noch nicht spielen in der nächsten Runde. Mal schauen. Ein Todesfürst. Das ist interessant. Fünf, fünf. Und den kann ich jetzt auf 3 HP setzen, ihn sofort killen und den Death Rattle auslösen. Ein frohes Winterhauchfest wünsche ich euch. Oh. Frohes Winterhauchfest, Champion. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Oh, das ist natürlich... Die Karte ist ein bisschen schade zum Beispiel, weil der Kampfschrei nicht ausgelöst wird. In dem Fall. Aber das war natürlich trotzdem ein geiler Start jetzt. 7 Karten auf der Hand. Ich habe gleich 4 Karten auf der Hand. Einige haben von den Karten her ausgeglichen, aber ich habe natürlich welche beim Board... Oder ein Board habe ich draus sozusagen. Und ich werde einfach mal den Murloc Knight ausspielen. Ich habe noch einen zweiten. Oder sollte ich das ein bisschen weniger greedy angehen? Nee. Spielen wir es mal so. Nicht mit mir. Spielen wir mal auf die sichere Variante.
Selbst wenn ich jetzt dem nächsten Boardclear bekomme, die Murloc Knights sind noch ein bisschen meine Rückfahrkarte, wenn irgendwas schief geht. Jetzt hat er ziemlich viel investiert. Nur um eine Karte loszuwerden. Die lässt jetzt noch ein bisschen wachsen, ist okay. Melde mich zum Dienst. Nicht in meinem Haus. Und da ich noch einen zweiten Murloc Knight habe, gönne ich mir das nochmal in der Runde einfach. Ordentlich Druck zu machen. Er wollte den Schemen noch ein bisschen wachsen lassen. Aber ob das vielleicht nicht schon zu spät ist für ihn. Na, eigentlich muss er den. Eigentlich hätte er den Murloc Knight killen sollen. Mal gucken. Ich habe 6 Schaden, 9, 10, 11, 15. Ich habe eigentlich schon genug. Wir greifen mal einmal an, um zu gucken, ob das Secret in irgendeiner Art und Weise. Nicht schlecht. In den Kampf. In den Kampf. Nicht in meinem Haus. Haben immer noch die Weihe. Kann damit mindestens 2 Schaden machen. Zauberform ist, was man selten sieht. Schön gemacht. Für die Gerechtigkeit. Fest, Champion. Da war der Flamestrike abzusehen, sozusagen, dass es passiert. Das Schöne ist, dass ich halt so viele Karten noch hatte, mit denen ich Druck machen konnte. Und mit dem Tempo-Deck muss ich halt einfach genug Druck aufbauen. Kann ich nicht zu konservativ spielen, vor allem wenn ich noch einen weiteren Murloc Knight auf der Hand hatte und noch ein paar andere Karten. Von daher, ja. So, mal kurz was schreiben noch. Wird mir gehören. Ich werde ehrenhaft kämpfen. So. Das ist auch ein guter Start. Der Knappe ist gut, der Ogerschläger ist gut. Gucken, ob wir noch einen Two-Drop bekommen oder ob wir die Münze einsetzen. Und am frühen Morgen oder Mittag am Sonntag findet in der Twitch-Kneipe schon wieder die erste Schlägerei statt. Wahnsinn. Hauchfest, Champion. Ja, ich war schon dabei. Das ist gleich so ein bisschen blöd, weil er nur einen Schaden macht. Das mir schon mal gleich nicht gefällt. Auch ein sehr guter One-Drop. Der Flammenwichtel. Da hätte ich halt lieber einen One-Drop gehabt mit 2-1 zum Beispiel. Ich frage mich, ob ich vielleicht trotzdem den Knappen spielen soll, dann hätte er 3-1. Das bringt mir auch nicht so viel, das ist das Problem. Ich verliere den für nichts sozusagen und mit dem 1 HP kann ich auch nicht so viel anfangen. Außer, dass ich danach die Hero Power spiele. Er spielt auch die Hero Power. Und da kommt mein Zombie-Chao. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Werde mich zum Dienst. So kann er dann Okay, so tradet er.
Ich glaube, hier hat er 4-3. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. So. Ich kann den eigentlich in der nächsten Runde auf jeden Fall wegtraden. Egal, wie rum er das macht. Zwar jetzt ein bisschen ungewöhnlich am Anfang gespielt, aber... Ich denke, das funktioniert soweit ganz gut. Mit 4 Mana habe ich in der nächsten Runde einige Optionen. Echt Silber-Champion, Schildmaster oder Meister, der bemannte Schredder. Oder ich muss dann doch den Echt-Silber-Champion spielen, weil ich den jetzt schnellstmöglich loswerden will. Bevor er zu viel Ärger macht. Und das ist auch das, wie ich das am besten handhabe. In den Kampf, in den Kampf. Habe ich noch 19 HP? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist okay. Der Anfang der Wichtel hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Gute Kombination dann auch. Okay, jetzt können wir das Board eigentlich sehr schön clearen. In den Kampf. Für die Gerechtigkeit. In den Kampf. Überlegen wir, wen ich ausspiele. Ich werde den ausspielen. Der hat am meisten Einfluss auf das Board jetzt. Ich habe auch noch Möglichkeiten. Der hungrige Drache ist nicht schlecht. Da ist der Schildmeister auch nicht so stark, weil er auch halt nur... Ja, 5 HP hat. Die ich da blocken kann, das hilft mir auch nicht so richtig weiter. Das Entdecken brauche ich jetzt noch nicht so, weil ich habe noch genug Karten auf der Hand. Und jetzt will ich doch langsam aggressiv spielen. Gerade gegen den Warlock. Bisschen gefährdet jetzt für ein Hellfire, aber ich habe 2 Minions draußen, die Death Rattles haben, dass sie neue Diener herbeirufen, deswegen kann ich einfach aufs Face gehen. Ich habe danach immer noch ein Board, selbst wenn er ein Hellfire spielt. Er entdeckt noch was. Hat jetzt noch 3 Mana. Er fängt schon mal an, die rauszusortieren. Oh, das ist so stark. Und er wird noch gebufft. Das ist... Fuck. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Death Rattle vorbereitet. Oder was er genau macht hier. Ah, ob er einen AOE vorbereitet. Und deswegen auf die Art und Weise angreift. Das kann ich jetzt gerade schlecht einschätzen. Ich spiele die beiden mal aus, weil die beide auch mehr als 3 HP haben. Also für ein Hellfire, was jetzt das Wahrscheinlichste, wenn ein AOE kommt, wäre es halt ein Hellfire oder ein Shadow Flame. Und beides kann ich im Moment erstmal hier gut überstehen. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das war auch eine schnelle Runde. Der Anfang war ein bisschen tricky. Und da bin ich vielleicht immer noch, auch wenn ich es mir jetzt anders vorgenommen habe, immer noch ein bisschen zu greedy manchmal. Ich wollte halt nicht den Knappen in den Wichtel reinfeeden. Dann hätte er noch 1 HP gehabt. Da habe ich ein bisschen versucht, drum herum zu spielen. Aber es hat sehr gut geklappt mit den Karten. Schöner Start in den Tag. Das Deck erstellt 2-0. Ich mache mal eine kurze Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht es hoffentlich genauso weiter. Also, bis gleich.